Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Asa. Wie ihr seht, habe ich mich ein kleines bisschen umgewandelt, denn dieser Typ hier ist das Thema der heutigen Folge. Das ist Bob und sozusagen der Standardmensch mit dem Standardnamen, wenn ihr überhaupt nichts tut. Und Bob hat ja hier eine ganze Reihe Notizen hinterlassen. Nicht nur in Bob's Tall Tales mit diesen lustigen kleinen Skizzen, die vorgelesen werden, sondern auch in Form von seinen Nachrichten an seine Jane, Dear Jane. Von der Dear Jane haben wir schon drei gefunden, also die ersten drei, 1, 2, 3. In der Vollständigkeit halber werden wir da aber dennoch nochmal hingehen. Ich habe hier inzwischen das perfekte Weibchen. Und im gleichen Schwung mitgeboren ist dieses Männchen, das auch die perfekten Werte hat, plus schon mal eine Lebensmutation, was super ist. Ich hätte natürlich trotzdem gerne auch nochmal ein Naked-Männchen, obwohl ich es eigentlich nicht unbedingt brauche. Und vielleicht nochmal zwei Weibchen extra. Genau, die müssen dann halt hier aus denen, die eben noch nicht fertig sind, die haben ja noch ein paar mehr Eier produziert. Mal gucken, was schneller geht, ob die hier noch zwei weitere super Weibchen kriegen oder ob die eine erwachsen wird und ich die dann schon mal austausche oder so. Und dann werden die sich mit dem hier verpaaren und dann werde ich auch versuchen, hier 5-mal irgendwie auf Leben und 5-mal auf Gesundheit und vielleicht sogar auf Stamina, weil dies können die einigermaßen gut gebrauchen. Aber wie gesagt, darum soll es heute eigentlich überhaupt nicht gehen, denn wir wollen unsere Notizen sammeln. Ich werde mir dafür den Argentavis schnappen. Wir machen einfach so eine kleine Runde. Wenn ihr die alle gesammelt habt, bekommt ihr hier bei Cosmetics eben diese Comic-Teile. Bei dem ersten hat man, abgesehen von Bob, bekommen. Also den zieht man aufs Oberteil und hat ihn dann komplett an. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, man hat auch Helena bekommen. Und man hat, glaube ich, den Raptor und den Para oder hatte man die sowieso vorher? Ich weiß es nicht mehr. Und ja, dann hat man halt, das ist Mei Yin, das ist der Rockville, das ist John Dakea, den kennt man von Scorched Earth. Und eben den Bob, den man ja eigentlich überhaupt nicht kennt, außer eben aus diesen Geschichten. Und dann gibt es eben auch Skins für verschiedene Tiere. Und da hat man immer so 1, 2 bekommen. Da ich jetzt hier sehe, wir haben insgesamt 5 Menschen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tiere. Aber ich glaube, den Raptor und den Para, den hatte man ja vorher schon, ne? Irgendwie, kann das sein? Naja, also wie ihr seht, geht nicht so ganz auf. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe erst 3 gefunden, aber vielleicht haben wir auch schon das 4. Ach ja, ich wollte den Argentavis nehmen. Genau, ich habe mir schon ein paar auf der Map markiert. Ich bin noch nicht fertig. Das mache ich jetzt nochmal schnell, dass wir die wirklich direkt anfliegen können. Und dann seht ihr auch die Koordinaten und wir gucken mal, was die da so geschrieben hat. Ich glaube, dass die vertont sind. Er hier, auch wenn es leider sehr, sehr leise ist, obwohl ich jetzt alles, was irgendwie Stimme ist, also Voice und NPC und Umgebung und Ambiente und die generelle Lautstärke, ich habe alles auf 100% gedreht, nur die Musik habe ich leise gelassen, weil Musik, also so toll klingt die Stimme auch nicht, dass ich sie als Musik bezeichnen würde. Kann mir fast nicht vorstellen, dass es das ist. Und UI auch nicht, weil das eigentlich nur das Geräusch, was das Inventar macht. Das ist alles anderes laut und trotzdem hat man ihn gerade eben ja kaum gehört, als er was gesagt hat, denn das ist nämlich auch nochmal mit irgendeinem Update dazu gekommen, dass der, wenn man mit ihm Emotes macht, aber auch nur der Bob, dann irgendwelche Kommentare dazu macht, also die sind vertont. Gut, dann markiere ich jetzt nochmal die anderen Stellen auf der Map und dann fliegen wir die eine nach der anderen an. So, jetzt müssten sie eigentlich alle da sein. Ihr seht ja, ne, die Nummer 3, die war nämlich hier direkt gleich vorne auf der anderen Seite meiner Brücke. Genau, wir fangen logischerweise mit der 1 an. Wie gesagt, die ersten 3 habe ich schon. Vielleicht auch das 4. Wie gesagt, das sind so viele Skins, die wir haben, dass es jetzt nicht verwunderlich wäre, wenn das so wäre, dass wir die auch schon haben. Wir können ja mal ganz kurz hier die Map an sich aufmachen. Hier sehen wir das. Also der ist sozusagen hier gespawnt, wo auch der allererste Arc-Trailer gespielt hat. Obwohl, nee, stimmt nicht. Hier hat der allererste Arc-Trailer gespielt. Also hier ist er offenbar an Land gespült worden. Und dann ist er halt hier so rund, erstmal im Süden bis nach Veggie Island, durch den Sumpf auf den Berg bis nach Carno Island. Das ist der Part, den er gemacht hat, in etwa da, wo ja auch die Spawns sind. Ne? Das ist nur das Schneebiom ist ausgenommen. Das ist auch das Einzige, wo man, glaube ich, nicht spawnen kann. Ja, und da hat er überall so eine Armee-Umhängetasche liegen gelassen, die wirklich, wirklich sauschwer zu sehen ist. Also hier ist so gut wie unsichtbar.
bin ja schon, also ich glaube, ich bin auch einmal nur durch Zufall drüber gelaufen, weil ich habe die gesucht und gesucht mit hin und her und hin und her. Habe sie zwischen den ganzen kleinen grünen Pflänzchen nicht gesehen, bis ich irgendwann zufällig drüber gelaufen bin. Genau, dafür gibt es halt so nette kleine Dossiers. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ob die vorgelesen wurden oder nicht. Vielleicht war es bei den ersten zwei noch nicht so, aber ab dem dritten dann doch oder, ach, keine Ahnung. Mann, oh Mann, ist das diesig hier. Ja, was wollen wir beim nächsten Mal machen? Vielleicht ein Zuchtvideo? Oder also wir wollen nicht nochmal Explorer Notes machen. Ich bin aber noch nicht so weit, dass ich den nächsten Bossfight machen kann. Ja, Ryognata wäre ja auch noch. Ah ja, da ist es ja. Genau, hier, ne? Da ist sie. Dear Jane Nummer 1. Hier befinden wir uns. Ein Titano. ich gehe mal hier auf diese Map. 90-4-12-6. Ich stehe jetzt exaktamente genau drauf. Und wir können ja mal ganz kurz gucken. Das bist du hier, ne? Dear. Nee, das ist das. Was ist denn. Ist es das? Ja, Dear Jane. Dear Jane, you're probably not gonna be seeing me around the 4th of July picnic after all. Sure wish I'd gotten around to writing before now, because I doubt there's mail service home from wherever it is I found myself. Some tropical island and God knows where. That's not me trying to keep secrets. I figure you must have heard by now that I never made it ashore in Normandy anyway. Nope, no ratsies here. But just about everyone and everything else is trying its damnedest to kill me. Get this. There are living, breathing dinosaurs on this island. I can guess what you must be thinking right about now. Bobby's gone clear off his rocker. But I'm writing you hand on heart. Swear on my dear mama's grave. Somehow, those things are still walking around here. Just as alive as I am. Makes about as much sense as me finding this handmade camera and typewriter just lying around on the beach. But maybe these picture postcards will prove I ain't making any of this up. They do say seeing's believing, right? Anyway, I'm still trying to work it all out myself. But I promise you, I'm gonna find a way home. And picnic or not, we'll make some fireworks together when I do. I'll write you again soon, Janie. But just now, I think I hear a dinosaur clucking in the bushes. I'm so hungry, Bob. P.S. Tell Bill he still owes me that 20 from the big New Year's poker game. And we ain't waiting till 1945 to collect. So, das war also der erste Eintrag. Ja, man erfährt daraus, dass er scheinbar ein Soldat ist, der eigentlich an der Küste der Normandie hätte landen sollen. Und es aber nicht geschafft hat und das, also er schreibt halt an seine Jane, sie kann sich schon denken, dass er zum Picknick am 4. Juli nicht zurück sein wird. Er ist halt auf einer tropischen Insel gelandet und auch wenn sie ihn vielleicht für verrückt hält, aber er schwört es mit der Hand auf seinem Herzen und beim Grabe seiner Mutter, dass auf dieser Insel lebende Dinosaurier unterwegs sind, genauso wie er eben auch am Leben ist. Genau, und er verspricht ihr, dass er alles tun wird, um irgendwie wieder zurückzukommen, auch wenn er es nicht mehr rechtzeitig zum Picknick und zum Feuerwerk schaffen wird. Also, dass sie beziehungsweise, dass sie ein Feuerwerk machen können, wenn er es denn dann geschafft hat. Er schreibt, sobald er kann, wieder zurück. Also, er hat am Strand eine Kamera und diese Schreibmaschine gefunden. Und PS, sie soll Bill sagen, dass er noch $20 vom New York Poker bekommt und er nicht warten will bis 1945. Das heißt also, ist es vielleicht 44 oder so, ne? Also mitten im Zweiten Weltkrieg. Das ist also der erste Teil. So, wir fliegen direkt weiter zum zweiten Teil, der nicht so wahnsinnig weit entfernt ist, 1500 Meter. Wir gucken es uns da auf der Map ein. Das ist der Punkt, wo ich glaube, der allererste ARK-Trailer gespielt hat. Ne? Also, wo sich dann die Person am Strand aufwacht, links und rechts umguckt und an so einem Bronto vorbeiläuft. Und dann geht irgendwie der Trailer weiter, bis sie dann irgendwie am Hidden Lake angekommen sind, wo dann der Rex da das Tor einbricht. Also, das war ja der allererste ARK-Trailer. Und ich dachte, dass die erste Notiz auch dort gewesen wäre, aber war sie ganz offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, ob man irgendwas bekommt, wenn man alle gesammelt hat.
Also alle von Dear Jane, keine Ahnung, ob es da nochmal eine extra Belohnung für gibt oder so. Wenn man überhaupt grundsätzlich alle Explorer Notes gesammelt hat, und da gehört Dear Jane allerdings nicht dazu, dann bekommt man ja auch nochmal 15 oder sogar 15 Level obendrauf. Und ja, bei Survival Evolved war es zumindest so, dass als Fjordur rauskam, die Map Fjordur, da gab es ja auch Mjölnir, den Hammer von Thor. Und den konnte man halt nur bekommen, wenn man das absolut maximale Level hatte, was man eben haben kann. Und dazu musste man eben auch die ganzen Explorer-Notes sammeln. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, dass man das hat. Das sollte Fjordur tatsächlich nochmal kommen, wäre es vermutlich auch die letzte Map. Dann könnte man den Mjölnir-Hammer nämlich auch haben, falls es den da dann noch geben sollte. Wobei, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich die alle sammle, sondern ich bin halt ein Sammler. Ich will halt meine Sammlung immer gerne vollständig und komplett haben. Deswegen habe ich das gerne, weil man ja vielleicht auch in den Explorer-Notes mal was nachlesen möchte oder so, weil es ja dafür auch eine Errungenschaft gibt und so weiter. Ja, im Prinzip ist es genau das, ne? Da vorne an der Spitze, also im Ark Survival Evolved, wacht man auf und als erstes sieht man halt diesen riesigen Bronto. Und hier steht er ja auch. So, hier sehen wir schon die kleine Tasche. Genau, die sieht halt, wenn man so drüber guckt, ne, es könnte auch einfach ein Stein sein, an dem man hier vorbeigeht. Und genau hier ist Dear Jane Nummer 2. Wir befinden uns bei 82,7 und 34,6 und wollen uns natürlich auch das hier in den Explorer Notes mal anhören. Now Jane, before you get all wound up about me spending time with some castaway girl, let me just say, you got nothing to worry about on that score. It's more like when your folks used to make us take your know-it-all kid sister along with us everywhere. You know, a real pain in the ass. She just washed up on my beach, and boy, does it show. Doubt the girl would last half a day on this island if I wasn't here to babysit her. She's too damn soft. The very first time I saw her, she kept me from catching some squab for dinner. And suddenly I've got some brat lecturing me about how her precious new pet's the last of its kind. Wants me to take her seriously, like she's some kind of expert. All she has to do is look around. I mean, those fat little birds are all over the place here. I haven't even told you the nuttiest part. How she claims to be from the future? At least she says the good guys won. Which means you stayed safe and sound stateside. Either way, I thought I better show the girl what we're dealing with here. Man-eating monsters, floating sky things, the whole nine yards. But maybe I shouldn't have rushed her. She's been just staring at all of it. Long enough for me to take her picture and write you this note. But don't worry. I promise I won't let her slow me down too much. Nothing's keeping me from getting back to your home cooking. Save me some, baby. Bob. Ja, hier in der zweiten Notiz hat er also schon Helena kennengelernt. Also da steht zwar ihr Name nicht drin. Dann sagt er ja auch nur, dass du es gleich von Anfang an weißt. Er hat da eine Frau getroffen und sie braucht sich aber keine Sorgen machen, denn dieses Mädel ist ein bisschen so wie die kleine Schwester von nebenan. Sie nervt halt total. Sie ist bei ihm am Strand angespült worden und er glaubt, dass sie eigentlich keinen halben Tag überleben würde, weil sie viel zu soft ist. Ja, vor allem hält sie ihm halt davon ab, sein Abendessen zu jagen, denn er wollte gerne Dodos essen, denn sie ist der Meinung, das sind die letzten Überlebenden ihrer Art, was er für ein bisschen albern hält, weil der ganze Strand voll von den Viechern ist. Und sie behauptet halt, also er hat noch gar nicht das Verrückteste gesagt, sie behauptet, sie kommt aus der Zukunft. Und hat ihm gesagt, dass die guten Jungs gewonnen haben, also in seinem Fall natürlich die Amerikaner. Und dass hier seine Jane deswegen in den Staaten auf jeden Fall sicher ist. Genau, ja. Was haben wir hier noch? Ach so, ja genau, er versucht, also er will ihr so ein bisschen zeigen, wie es hier läuft und dass es hier alles voller menschenfressender Monster ist und schwebendes Himmelsdinge. Aber er verspricht seiner Jane, dass sie ihn nicht allzu sehr ausbremsen wird, denn nichts hält ihn davon ab, wieder zurück zu ihr und ihrem Kochgeschick zu kommen. Und sie soll ihm doch bitte was aufheben. Das ist also Part Nummer 2. So, die Nummer 3 ist, wie wir ja schon gesehen haben, im Prinzip direkt an unserer Base. Das fand ich sehr lustig.
Hätte ja auch durchaus sein können, dass wir da gebaut hätten, dann hätten wir es komplett eingebaut. Keine Ahnung, was dann passiert wäre, ob dann das Haus zusammenstürzt oder keine Ahnung. Aber es steht ja einfach nur am Fuße unserer Brücke. Und da fliegen wir als nächstes hin. So, Dear Jane Nummer 3. Wir sind genau davor gelandet. Schlupp, 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 schlupp. Da ist es. So, wir stehen wie gesagt am Fuße unserer Brücke. Wir befinden uns exaktamente bei 91,69. Und das folgende Explorer Note klingt so. Hey Janie, not sure why I'm just getting around to writing home now. Ain't like I can mail you anything from underground. Maybe you heard. I never made it to France. Though I guess you wouldn't know that's where I was supposed to be headed before I woke up inside this monster spider nest. I tell you, my skin was crawling even before I found this homemade camera and typewriter hanging around in a cobweb. I don't want to think about what happened to the owner, but at least it saves you having to make out my chicken scratch handwriting. Seemed like I wandered around in the dark forever before I managed to throw together a torch and shed some light of my situation. Right away. I wished I hadn't. Just about everything creeping around down here is too damn big. If bugs as long as my arm ain't weird enough for you, I saw an honest-to-God saber-toothed tiger prowling around. I don't need to tell you I kept my distance from that mean old cat. I'm not sure how it didn't smell me. I must reek to high heaven by now. Gotta sign off now. Something's just blew out the cave wall, so daylight's shining through. Looks like there's a tropical jungle out there. I can even hear birds calling. Can't wait to roast up a few of those. Though I'm not looking forward to having to squeeze past an eight-legged carcass the size of a bus. Be glad you're not here too. Bob. Okay, das ist interessant. Er schreibt jetzt wieder, als wenn das hier sein erster Aufenthalt wäre. Also im Prinzip schreibt er fast das Gleiche wie auf dem ersten Zettel. Nämlich, er schreibt ihr halt, er weiß auch gar nicht, wie es jetzt dazu kommt, aber ganz offensichtlich hat er es nicht nach Frankreich geschafft. Das hat er ja vorher schon geschrieben, dass er es nicht an die Normandie geschafft hat. Aber er ist hier einfach in einem riesigen Spinnennetz aufgewacht. Und in diesem Netz hängt eben eine Schreibmaschine und eine Kamera. Will gar nicht wissen, was mit dem Vorbesitzer passiert ist. Das ist auch interessant, weil er hat ja schon beim ersten Mal geschrieben, dass er diese Ausstattung gefunden hat. Genau, es scheint, als ob er für immer da in dieser Dunkelheit rumwandert mit Tieren, die teilweise so groß sind wie sein Arm oder größer. Also wenn das noch nicht genug für sie ist, dann schwört er bei Gott, er hat sogar eine Säbelzahnkatze hier rumschleichen sehen auf die Distanz. Er hat sich da schnell aus dem Staub gemacht und kann gar nicht verstehen, warum sie ihn nicht gerochen hat. Und ja, irgendwas scheint hier aufgebrochen zu sein oder weggesprengt worden zu sein, aber er scheint Licht am Ende. Es scheint irgendwo Licht durch. Also irgendwas ist weggesprengt worden, was weiß ich, keine Ahnung. Und er meint, er hörte, also es könnte ein tropischer Dschungel sein und er hörte auch Vögel, die da draußen sind. Er kann es gar nicht abwarten, einen davon zu essen. Ja, genau. Und ja, sie soll immer froh sein, dass sie nicht auch da ist. Ja, wie gesagt, man hat ja... Also diese Serie, die Zeichentrickserie zu Ark, die gibt es ja leider nur auf Paramount Plus. Ich meine, ich habe so ziemlich jeden Streaming-Anbieter, also von Netflix zu Disney Plus, Amazon Prime und Wow, aber Paramount Plus habe ich nicht. Aber die allererste Folge, die haben sie ja in Dauerschleife auf Twitch gesendet. Und da war es tatsächlich auch so, da sieht man, wie die Helena angespült wird, verfolgt von dem Megalodon. Und der erste, den sie am Strand trifft, ist eben Bob, der gerade versucht, einen Dodo zu töten. Im Prinzip das, was er in dem Dossier davor erzählt hat. Und er zeigt ihr halt das eine oder andere, sie will diesen Dodo retten und er zeigt ihr halt so ein bisschen was und dann wird er aber gleich getötet. Er wird direkt gefressen von einem Rex oder was weiß ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Was ich da schon ein bisschen merkwürdig fand, weil ich wusste ja, dass er noch mehr geschrieben hatte als nur das. Und ganz offensichtlich ist er dann wieder gespawnt, also einer seiner Klone.
Er kann sich aber offenbar nicht daran erinnern, dass er schon mal da war, sonst hätte er das wahrscheinlich jetzt erwähnt. Aber im Prinzip hat er ja genau das gleiche geschrieben wie in seinem allerersten Brief. Wir sind da in der Bucht von der Vegetarierinsel und da vorne, da steht schon die kleine Tasche. So, wie gesagt, das sollte jetzt ja von alleine aufgehen. Ich kann euch ganz kurz mal zeigen, wo wir sind. Hier unten bei 89,5 und 90,4. Janie, you wouldn't believe what I've been through since I crawled out of that nice safe cave. Feel pretty dumb for giving up a perfectly good hidey hole over a few bugs. I traded cool, peace, and quiet for a steaming forest full of freaks. I'm talking actual, real-life dinosaurs, stomping and flapping around as if they didn't all die out a zillion years ago. Did the Nazis fire some kind of time ray at us? 'Cause if I'm lost in the past, I got no idea how to find my way home to you. Climbing up that mountain didn't help me figure anything out either. Dinos from here to the sea, with no sign of civilization other than some shiny floaty towers that don't look all that prehistorical. I don't want to think about those things too hard. At least I had this camera along so I could show you what I've been running from. Sure, I'm hungry, but I wasn't about to go anywhere near those giant nests, eggs or no. Still, something riled up those big bat birds enough to chase me back down the mountain and into the woods. Barely survived getting dive-bombed long enough to get bushwhacked by some goons in armor, riding on rats as big as horses. They say they're taking me to some kind of prison camp, upriver. Can't say I like the sound of that. If it ain't one thing, it's another. Bob. Ja, er schreibt ihr, dass er gar nicht glauben kann, dass er die, ja, doch die relative Sicherheit dieser Höhle, von der er vorher berichtet hat, mit den armen langen Insekten, eingetauscht hat für diesen, ja, Dschungel voller Freaks. Und er redet hier von echten Dinosauriern, die rumstampfen und rumflattern. Wenn, als ob sie nicht vor Zillionen von Jahren ausgestorben wären. Vielleicht haben die Nazis ja irgendeine Art von Zeitstrahl entwickelt und ihn in die Vergangenheit geschickt. Wenn das so ist, dann wüsste er allerdings auch nicht, wie er wieder zurückkommen soll. Er ist jetzt mal hier den Berg raufgeklettert, um herauszufinden, also um überhaupt irgendwas rauszufinden. Und er sieht nur Dinosaurier von hier bis zum Meer. Und kein Zeichen von Zivilisation, außer diesen riesigen, leuchtenden Türmen, die nicht besonders prähistorisch aussehen. Aber über die will er sich jetzt nicht allzu viele Gedanken machen. Wenigstens hat er ja die Kamera dabei und so kann er ihr zeigen, vor was er so wegrennt. Ja, er ist zwar hungrig, aber er würde sich niemals an diese riesigen Nester mit den Eiern heranwagen. Ja, und eins von diesen großen Fledermausvögeln hat ihn jetzt wieder zurück vom Berg in die Wälder hineingetrieben. Er hat es gerade so überlebt, mit, dass er halt abgetaucht ist ins Buschwerk und ist dann an einige gerüstete und auf großen Ratten reitende, also auf großen Ratten, also groß wie Pferde reitende Leute geraten, die ihm gesagt haben, dass sie ihn jetzt mit in ihr Gefängnislager den Fluss aufwärts bringen. Er kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das für ihn gut klingt. Wenn es nicht das eine ist, dann ist es halt das andere. So, das heißt also, das hat er immerhin ja schon mal wieder zwei Folgen gelebt. Das war beim ersten Mal ja auch so. Gucken, ob man nochmal den Eindruck hat, dass er irgendwie stirbt eventuell. So, wir machen uns auf zur Nummer 5. Dann gibt es noch die 6 und die 7. Mehr sind es nicht. Die 5, meine ich, die war im Sumpf. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da so lange stillstehen können, dass wir uns sein Palaver anhören können, ohne dabei gefressen zu werden. Ja, ich kann ja mal kurz gucken, was haben wir denn für neue Dinger bekommen. Ach, schön, dass immer alles wieder zweimal drin ist. Alasi. Keine Ahnung, irgendwie aus dieser Serie. Und wir haben hier den Argentavis. Haben wir sonst noch was bekommen? Ja, alle sind jetzt wieder doppelt drin. Noch irgendjemand anderes neu? War der Stego vorher schon da? Weiß ich nicht, glaube nicht. Also Argentavis und das Mädel da. Die haben wir auf jeden Fall neu bekommen.
Wir sind im Sumpf angekommen. So, wir haben hier dieses Plateau und da ist es nämlich unten. Wie sieht es denn hier aus? Ist hier gerade irgendwas super, super Gefährliches? Ich mache mal kurz die Map auf. Wir sind bei 52,4 und 92,4. Mitten, mitten, mitten im Sumpf. Wir machen das Explorer Note auf, was man echt, man kann es nicht sehen. Ihr seht es ja selber, es ist nicht zu sehen. Jenny, I'm free. I didn't think I'd ever be able to write you again after those rat riders put me to work in their mine. They confiscated my gear at the gate and tried to get me to wear a second-hand prison outfit. Those rags stunk like someone had just died in them. So I said thanks, but no thanks. I'd rather work my all together. I was sorry real quick I turned down any way to cover up after I got put to work in that hot sun. By the end of the first day, I had blisters on my blisters. And after sundown, it was like out of the frying pan and into the freezer. All the damn mist coming off the river clung to everything, and they locked us up deep in the dark and cold. And it wasn't like we got blankets or turndown service there. No lullabies or pillows with mints on them. Believe it or not, this little girl was the one who started our jailbreak. She caught an armload of monster centipedes that we had crawling all over to help her break us out. Turns out, their spit can melt right through iron chains. Was planning to do more to help before I got knocked on my ass in a stampede of one of those big cart-pulling armadillo things. By the time I finally came to again, it was all over, and the place was deserted. Can't blame everyone for wanting to get out while the getting's good. Back into the woods, I guess. Bob. Ja, also Janie, er ist frei. Also ich bin frei. Ich hätte nie gedacht, dass ich dir noch mal wieder schreiben werde, nachdem diese Rattenreiter mich hier zur Arbeit in der Mine verdonnert haben. Sie haben all seine Ausrüstung konfisziert und wollten, dass er so ein Second-Hand-Prison, also Gefangenen-Outfit, trägt, das ungefähr so riecht als oder so dolle stinkt, als wenn gerade erst jemand drin gestorben wäre. Da hat er gesagt, nein, danke, aber nein, danke. Und er arbeitet mal lieber für sich selbst. Und ja, das war natürlich schwere, harte Arbeit, die er da machen musste. Und unter der heißen Sonne musste er halt arbeiten. Und am Ende des ersten Tages hatte er Blasen auf seinen Blasen. Und nachdem die Sonne untergegangen ist, war es, als ob er aus der Bratpfanne in den Kühlschrank gekommen wäre. Also man könnte halt sagen, es ist auf einmal sehr kalt geworden. Ja, der ganze Nebel kam aus den Flüssen herauf und es wurde alles ganz, ganz dunkel. Und es gab auch keine Laken zum Zudecken und keine Schlaflieder und keine Kissen mit irgendwelchen Minzplätzchen da drauf. Ob sie es nun glaubt oder nicht, aber dieses kleine Mädchen hat den Gefängnisausbruch geleitet, also vielleicht die, dessen Skin wir davor bekommen haben, keine Ahnung. Sie hat ja so eine ganze Reihe von kleiner Monster, die offenbar in der Lage waren, also beziehungsweise dass deren Spucke das Eisen der Ketten zum Schmelzen bringt. Also ich nehme mal an die los, wobei ich jetzt nicht wüsste, dass die Armor schmelzen können. Hatte eigentlich geplant, ein bisschen mehr hilfreich zu sein, aber er wurde ausgenockt von einer Stampede von wagenziehenden Riesengürteltieren, also Dödikurus. Und als er wieder zu sich gekommen war, war der ganze Platz bereits zerstört. Aber er kann auch niemandem einen Vorwurf machen, dass da keiner auf ihn gewartet hat. Und für ihn heißt es jetzt wohl erstmal wieder zurück in die Wälder. So, wir haben dafür bekommen diesmal einen Giga-Skin. Und wer ist das hier? Gladiatrix. Ah ja. Okay, sonst noch was? Ja, den hier auch. Oh, den Beauty-Skin. Oh, cool. Oh ja, der sieht süß aus. Wunderbar. So, zwei bleiben noch. Einer davon direkt da oben auf der Spitze von dem Berg, von dem, ich sage immer Gigaberg dazu, weil da spawnen meistens Gigas, wobei da können jetzt natürlich auch Carcharodontosaurier spawnen. Direkt oben drauf, wo jetzt auch diese coole Ruine ist. Die letzte befindet sich auf der Karnoinsel.
Ich komme oben an der Spitze so langsam an. Hier ist noch diese coole Ruine, durch die wir hier durchfliegen. Ach, die ist wirklich toll. Also hier drin zu wohnen, das ist schon geil. Ist ein bisschen anstrengend über den Berg hoch und runter. Aber wenn man in dieser schicken Ruine ist, kann man nichts falsch machen. So, zack. Und hier oben haben wir nämlich auch wieder diese super dichte Nebelwand. Ah, da ist es, ne? Das ist ganz gut zu sehen. Wir befinden uns hier bei 31,2 und 83,3. Wo lese ich das immer? Ganz unten auf der Map. Und wenn man, ich sag jetzt mal, nur mit einmal klicken die kleine Karte aufmacht, wo man jetzt nicht mit der Maus drin rumwurscheln kann, sondern einfach nur sich selber drehen kann, dann sind die Koordinaten da unten auch richtig. Wenn man mit Doppel-M die große Karte, in der man auch arbeiten kann, aufmachen kann, dann zeigt er da unten immer nur die Koordinaten, wo zufällig gerade euer Mauscursor ist. Klasse, ich sehe gar nichts. Verdammt. Aber es war irgendwo hier. I swear, I can't seem to catch a break, Janie. Almost through and with some folks building Swiss Family Robinson-style houses up in the trees. Getting above it all sure seemed like a great idea to me. But then I couldn't help noticing this outfit was gearing up for a fight. It was like boot camp all over again. Except I don't remember any Chinese lady sergeants there drilling recruits with pig stickers. Besides, I wasn't keen about enlisting in a brand new war so soon after I'd gone AWOL from another. So I struck out on my own. But not too far. Thought there might be something to that safety in numbers idea, in case those guys from the mine came back to make an example of us escapees. I spent a few days building a nice tree fort all my own, off to one side of Toothpick Terraces. No sooner did I have my place set up just the way I liked it when the bad guys showed up. I knew we were in for it when I saw they had artillery mounted on dinosaurs. And sure enough, they started raining hell on us. All that work for nothing. In the middle of the mess, I managed to spot the kid from the mine again. The one who broke us out? You'd think I would have learned by now to stick with her. But no. I heard her yelling to run into the swamps and decided I might do better going the opposite way. Already thinking I might have screwed up again. Bob. Ja, er sagt, er kommt gar nicht dazu, irgendwie eine Pause zu machen. Er hat jetzt gerade so ein paar Leute kennengelernt, die irgendwie so ein Schweizer Familien-Robinson-Style-Haus gebaut haben in den Bäumen. Findet er eigentlich eine ganz gute Idee, über der ganzen Gefahr zu sein. Kommt ihm ziemlich clever vor. Aber er konnte sich jetzt nicht dran erinnern. Aber er hat dann festgestellt, dass die eigentlich auch nur dabei sind, sich irgendwie aufzurüsten für einen Kampf. Und für ihn sah es im Prinzip auch nur wieder nach Bootcamp aus. Nur, dass er sich da nicht an so eine chinesische Lady erinnern kann, die irgendwie den Sergeant gespielt hat und mit irgendwelchen Schweinepieksern die Leute irgendwie gedrillt hat. Aber ja, er kam ja gerade aus einem Krieg und er hat ehrlich gesagt keine Lust jetzt schon wieder auf einen. Also ist er bei sich, also hat er sein eigenes Ding gemacht. Und ist zwar ein bisschen weiter weggegangen, aber nicht allzu weit weg, sondern er hat halt angefangen, eben auf diesem Berg, auf dem wir uns befinden, ein Haus und eine Terrasse zu bauen. Und hat er halt ein paar Tage verbracht. Und gerade als er sein Plätzchen fertig eingerichtet hatte, da kamen dann halt welche vorbei, die Artillerie auf ihren Dinosauriern hatten, wahrscheinlich auf irgendeiner Art Plattformsattel oder so. Und haben ja im Prinzip die Hölle auf sie niederregnen lassen. Damit war also die ganze Arbeit umsonst. Und mitten in diesem ganzen Trubel hat er das Mädchen wieder gesehen, mit der er damals auch aus der Mine ausgebrochen ist. Und man würde meinen, er hätte mal inzwischen gelernt, bei ihr zu bleiben, dass das klug wäre, aber hat er offenbar nicht, denn sie hat ihm gesagt, er soll mal in den Sumpf rennen, aber er hat sich dagegen entschieden und ist lieber genau in die andere Richtung unterwegs. Wahrscheinlich hat das wieder verbockt. So, was haben wir diesmal bekommen? Den Enki, den Bronto, den Dödi, wow, viel, drei Tiere, den Gaius Nerva, den hier, Henry Townsend. Das müssen alles Leute aus dem Comic sein, weil Explorer Notes haben die ja hier alle nicht. Wow, ein Ketzal. Du meine Güte, das hört überhaupt nicht mehr auf. Nicht schlecht.
Also die einzigen, die ja hier tatsächlich Explorer Notes haben, das sind ja der Rockwill, die Helena, der Gaius Nerva und die Mayin. Das sind ja die vier von hier, ne? Also der, der, die und die. Der hier, der gehört eigentlich nach Scorched Earth und die anderen, die haben gar keine Explorer Notes. Gibt's im Spiel im Prinzip eigentlich gar nicht. Ich fliege über Kano Island und wir müssen zur Rückseite von Kano Island, da wo sich diese andere kleine vorgelagerte Insel befindet mit der Ruine, die die größere, die Hauptinsel damit verbindet. Und genau hier unter mir, ja genau hier so, das ist der Höhleneingang zur Höhle auf Kano Island. Hier drüben habt ihr die Ruine, hier ist diese extra kleine Insel. Und hier befindet sich der siebte und letzte Explorer Notes von Bob. Im Sinne von Dear Jane. Ja, wir machen mal hier erstmal ein paar Viechter platt. Oh, das ging sehr schnell. Ich dachte, ich hätte noch irgendwie sowas wie ein Skorpion gehört. Wo ist denn unsere Tasche? Ich will jetzt nicht aus Versehen schon irgendwie aufmachen. Ich sehe sie nicht. Sie wird irgendwo hier sein. Ah doch, da ist sie doch. Genau da, wo das Schild ist. So, wir sind hier bei 7,6 und 93,9 und machen jetzt das letzte Explorer-Note auf. Ich nehme mal an, dass es ihm hier auf Kano Island vermutlich nicht ganz so gut ergangen ist. Es gibt ja schließlich auch keine weiteren Explorer-Notes von ihm. Dear Janie, I definitely made a big mistake running away from everyone else in the Treehouse Company. And that's not just because I ended up running straight back to where the bad guys came from. I'm also realizing how much harder it is to get by out here on my own. I've been stuck behind enemy lines, trying to survive off whatever scraps I can scrounge outside that stone fortress of theirs. After a day or so of watching some of the local thieving rat lizards sneak in and out of the fort like it was nothing, I thought I'd rob them instead. Better to let the critters take all the risk, I figured. I was all set to spear one when a bomb went off inside the fortress. The blast wave knocked me right off my feet, and that whiskery little bastard ran off with his haul of carrots before I could even think of going after him. Didn't have much time for bellyaching before I heard a roar like none other that sent a shiver right down my spine. Couldn't tell what the hell was going down in there, but I know a fight to the death when I hear one. I was all set to play soldier one last time and charge into battle, but something exploded inside the fort and collapsed my only way in. I just hope that any good guys in that scrap were okay. For now, I think I'm gonna take a long breather and stop getting involved in one snafu after another. Besides, I think I see that thieving rat lizard again and it looks like it's carrying an axe. Something mighty familiar about that axe. Yours forever, Bob. Tja, wir erfahren scheinbar nicht, welches Ende es genommen hat. Ja, also er glaubt, er hat einen großen Fehler gemacht, dass er eben in die andere Richtung gerannt ist von all den anderen Leuten aus seiner Baumhaus-Company. Denn jetzt ist er ziemlich alleine und im Prinzip befindet sich halt die Linie, also er ist in die Richtung gerannt, aus die die Feinde kamen und jetzt befindet sich halt die Linie der Feinde zwischen ihm und seinen Freunden. Und ja, er muss jetzt versuchen, eben alleine zu überleben und klarzukommen. Er befindet sich irgendwo in der Nähe von deren Fort und beobachtet jetzt seit ein paar Tagen so ein paar kleine Ratten-Eidechsen, die da immer wieder ein- und ausgehen und irgendwelches Zeug klauen, also aus diesem Fort. Und er ist der Meinung, dass das schafft er auch, das will er jetzt auch mal probieren. Und er war gerade auf dem Weg dahin, als eine Bombe in die Festung eingeschlagen ist. Und das hat ihn direkt gleich aus den Füßen gehauen. Und dieser kleine Bastard, keine Ahnung von wem er meint, ist weggerannt. Und hat eine ganze Ladung Karotten dabei gehabt. Keine Ahnung, ist es ein Pego Mastax, wovon der immer redet? Möglicherweise, ich weiß es nicht. Ja, er hat nicht besonders viel Zeit.
Also es ist nicht viel Zeit vergangen, als er ein Gebrüll gehört hat, wie noch nie eins zuvor. Und das hat ihm den Schauer den Rücken hinuntergejagt. Kann sich überhaupt nicht vorstellen, was da unten vorgeht, aber wenn er einen Todesschrei hört, also wenn er den Tod hört, dann weiß er, dass es so ist. Also ein Kampf um Leben und Tod oder um einen Todeskampf hört, dann erkennt er den auch. Er hat jetzt das letzte Mal Soldat gespielt und irgendwas ist in diesem Fort explodiert und zusammengebrochen und er kann halt nur hoffen, dass es den guten Leuten da unten okay geht. Aber jetzt muss er erstmal wieder zu Atem kommen oder mal durchatmen und aufhören, ständig in irgendwas mit reingezogen zu werden. Genau. Er glaubt, er sieht jetzt auch diesen kleinen diebischen Ratten, diese Ratteneidechse wieder und es sieht aus, als hätte sie eine Axt in der Hand. Irgendwas kommt ihm an dieser Axt sehr bekannt vor. Deins für immer, Bob. Tja, wir haben also nicht erfahren, was mit ihm passiert ist. Keine Ahnung, ob der Pico Mastax mit der Axt irgendwann, oh, ein roter Loot, auf ihn eingehauen hat. Ob das seine Axt ist, ob das die Axt von jemand ist, den er kannte, wer weiß. Vielleicht erfährt man es in der Serie. Das kann durchaus sein. Ich, wie gesagt, kenne nur die erste Folge. Ich würde mir die gerne komplett mal angucken. Ah, Kuchen. Kuchen ist nicht schlecht. Und ein Chemietisch. Auch nicht verkehrt. Und ja, wir wollen mal schauen, was haben wir denn dieses Mal bekommen? Blub, blub, blub. Das kennen wir alles schon. Ein Deodon haben wir bekommen. Den hatten wir schon. Der hier. Chor, der Prophet, eine Megalania, ein Megalopithecus. Ja, genau, das haben wir bekommen. Damit müssten also, genau, die Dear Janes vollständig sein. Wie sieht es hier bei dem eigentlichen Bob aus? Okay, ja, da fehlen uns noch so einige und bei den anderen fehlen uns ja auch noch so einige. Das machen wir dann aber irgendein andermal, bestimmt nicht beim nächsten Mal, weil zwei, drei Folgen Explorer Not sammeln hintereinander, das ist jetzt nicht so spannend. Oder läuft ein Ceratosaurus, cool. Ja, wir werden mal sehen, ob wir vielleicht in der nächsten Folge eventuell schon so eine Ryognatha zähmen können oder ob wir eine von unseren Armeen weiter züchten. Das könnte ja auch sein. Wir brauchen ja, also den Nidoran, haben wir jetzt ja immerhin schon mal ein perfektes Tier. Und von den Megatherien auch. Und ja, die Tirezinos sind noch dabei, aber bei den vielen Eiern wird schon irgendwas dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arsa. Bis dann, ciao, ciao.